Herzlich willkommen. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit dem Thema innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Dazu werden wir zunächst die Begrifflichkeit des Gleichungsverfahrens erläutern. Anschließend erklären wir anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen Haupt- und Nebenkostenstellen sowie primären und sekundären Kosten. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Preise, mit denen Leistungen von Nebenkostenstellen innerbetrieblich verrechnet werden müssen, berechnen können. Das Gleichungsverfahren dient der Ermittlung der genauen Leistungsbeziehungen zwischen den Hilfskostenstellen über ein Gleichungssystem. Es ermöglicht die simultane Ermittlung der Verrechnungssätze. Das Verfahren liefert exakte Ergebnisse auch bei gegenseitigen Leistungsbeziehungen. Der Nachteil ist, dass es ein mathematisch sehr aufwendiges Verfahren ist. Es müssen immer so viele lineare Gleichungen gebildet werden, wie Verrechnungspreise gesucht werden. Für unser Beispiel ziehen wir die X GmbH heran. Die X GmbH produziert verschiedene Güter. Für den laufenden Betrieb hat die X GmbH neben der Produktion an sich auch eine IT-Abteilung und eine Abteilung für Reparaturen. Hinzu kommt eine eigene Energieversorgung. Der Hauptbetrieb der X GmbH ist dabei die Hauptkostenstelle, also die Kostenstelle, die betriebliche Leistungen erbringt, um Produkte oder Dienstleistungen zu erstellen. Die IT, die Reparatur und die Energieversorgung sind Hilfs- bzw. Nebenkostenstellen. Sie erbringen innerbetriebliche Leistungen für andere Kostenstellen. Auch unter den Hilfskostenstellen werden gegenseitig Leistungen erbracht. Schauen wir uns einmal an, wie die Leistungen der verschiedenen Nebenkostenstellen mit der Hauptkostenstelle und den anderen Nebenkostenstellen verknüpft sind. Die IT-Abteilung erbringt eine Arbeitsleistung von 1200 Stunden, um die Systeme der Hauptkostenstelle zu pflegen und zu warten. Zusätzlich bringt sie noch 400 Stunden für die Pflege und Wartung der Systeme der Reparatur, 400 Stunden für die Systeme der Energieversorgung und 200 Stunden für die eigenen Systeme auf. Die Leistungen der anderen Abteilungen sind folgendermaßen verteilt. Die einzelnen Kostenstellen sind also sehr stark untereinander verzahnt und können deshalb nicht direkt verrechnet werden. Es stellt sich also die Frage, wie die Arbeitsstunden bzw. Leistungen der verschiedenen Abteilungen nun miteinander verrechnet werden können. Oder konkreter, wie kann eine Kilowattstunde Energie verrechnet werden? Zur besseren Übersicht übertragen wir die Werte zunächst in eine Tabelle mit den Lieferanten der jeweiligen Leistung als Zeilen und den Empfängern als Spalten. Zusätzlich fügen wir noch eine Spalte Gesamtleistung hinzu. Dann fügen wir die Werte aus unserer Grafik in unsere Tabelle ein. Die Energieversorgung liefert keine Energie an sich selbst, 5000 Kilowattstunden an die Reparatur und 5000 Kilowattstunden an die IT-Abteilung. 15.000 Kilowattstunden gehen an den Hauptbetrieb. Indem wir alle erbrachten Leistungen an der Nebenkostenstelle aufaddieren, erhalten wir die Gesamtleistung der Nebenkostenstelle. Nach dem gleichen Schema tragen wir die Werte der restlichen Zeilen ein. Der Wert einer erbrachten Leistung ist immer gleich den primären Kosten addiert mit den sekundären Kosten. Die primären Kosten sind die Kosten, die unmittelbar in den Kostenstellen entstehen. Die primären Kosten für unser Beispiel sehen folgendermaßen aus. Die sekundären Kosten sind die Kosten, die durch empfangene Leistungen entstehen. Die sekundären Kosten können wir der jeweiligen Spalte entnehmen. Beginnen wir mit der Energieversorgung. Die sekundären Kosten sind 0 Kilowattstunden addiert mit 800 Reparaturstunden multipliziert mit dem Preis pro Reparaturstunde addiert mit 400 IT-Stunden multipliziert mit dem Preis pro IT-Stunde. Die primären Kosten können wir der entsprechenden Spalte entnehmen. Hier 2000. Die Summe der erbrachten Leistungen finden wir in der Spalte Gesamtleistung. Für die anderen Abteilungen notieren wir ebenfalls die entsprechenden Gleichungen. Wir haben nun also drei Gleichungen mit drei Unbekannten, also ein lineares Gleichungssystem und das kennen wir ja schon. Stellen Sie sich PEN, PREP und PIT einfach als X1, X2 und X3 vor. Zunächst formen wir unsere Gleichungssysteme so um, dass die Konstanten auf der einen Seite und die Variablen auf der anderen Seite stehen. Wir subtrahieren also in jeder Zeile die sekundären Kosten. Durch einfaches Umstellen der Zeilen bringen wir die Variablen in jeder Zeile nun in die gleiche Reihenfolge. Nun haben wir ein lineares Gleichungssystem, das wir wie gewohnt mit Hilfe des Gauss-Algorithmus lösen können. Das Lösen von linearen Gleichungssystemen mit dem Gauss-Algorithmus behandeln wir in einem anderen Slidecast. Als kurze Erinnerung, wir notieren unser Gleichungssystem zunächst in eine Tabelle und versuchen alle Werte unterhalb der Hauptdiagonalen auf 0 zu bringen. Haben wir dies geschafft, sieht unsere Tabelle folgendermaßen aus. Nun können wir, von unten beginnend, die einzelnen Variablen ausrechnen. Lösen wir die unterste Zeile nach PIT, also dem Preis für eine IT-Arbeitsstunde, auf, erhalten wir als Ergebnis 14 Euro.
Eine Arbeitsstunde der IT-Abteilung kostet also 14 Euro. Diesen Wert können wir nun in die zweite Zeile einsetzen und erhalten als Ergebnis für PREP, den Preis für eine Reparaturarbeitsstunde, 2,90 Euro. Zu guter Letzt setzen wir diese Werte in die erste Zeile ein und erhalten für PEN, also den Preis für eine Kilowattstunde, 40 Cent. Wir wissen nun, mit welchen Preisen die Leistungen der Nebenkostenstellen innerbetrieblich verrechnet werden müssen. Um unsere Frage vom Anfang zu beantworten, eine Kilowattstunde Energie kann mit 40 Cent verrechnet werden. Fassen wir noch einmal zusammen, was Sie heute gelernt haben. Zunächst haben Sie das Gleichungsverfahren als Verfahren zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung kennengelernt. Sie haben außerdem gelernt, zwischen Haupt- und Nebenkostenstellen sowie primären und sekundären Kosten zu unterscheiden. Des Weiteren haben Sie gelernt, wie Sie die Preise, mit denen die Leistungen der Nebenkostenstellen innerbetrieblich verrechnet werden müssen, ermitteln. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.